Okay, let's go. Snickers habt ihr mir nicht erlaubt? Warte. Ich wusste nicht, dass ich euch fragen muss. Das muss unbedingt weg. Meint der ist noch hier? Ich wäre weggerannt. Oh, das hat er sich auch gedacht. Okay, ja, verstehe ich. Sprint oder so? Fuck. Ich wollte mir den Kopf stoßen, doch das kann ich jetzt vergessen. Bin leider vorbeigeslidet. Scheiße, Mann, das hat gesessen. Das fühlt sich nicht gut an, das Hauptgebäude ist scheiße. Aber nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Direkt wieder rein? Du fühlst dich da ja echt wohl, Mann. Man könnte meinen, das ist dein Zuhause hier. Bisschen weird, aber okay. Ich judge nicht. Wo ist die Sable Chat? Hoffentlich nicht vor mir. Keller könnte gut werden. Alright. Kira SWF, P100, auf Krawall gebürstet. Ich habe gar nicht mehr so richtig auf ihre Items geachtet. Ich weiß nicht, wie stark die Items sind, die sie dabei haben. Ohne den Sprint hat mir gerade den Arsch weggesnackt. Kratzspuren, sehr gut. Wir versuchen ihn zu blocken. Ich hoffe, er hat keinen Off-the-Record mit dabei. Scheiße. Und er hat Off-the-Record, der stimmt nicht. Okay, nicht so schlimm. Kommt ran. Schafft sie aber nicht. Kein D-Strike. Gut für mich. Okay, zwei Gens verloren. Aber er hat keinen D-Strike, so wie es aussieht. Er hat nur Off-the-Record. Wenn wir das schnell genug immer wieder wegmachen, können wir ihnen den ersten Freund wegnehmen. Und da es eine SWF ist, wollen sie vielleicht sich ganz doll helfen. Und wollen nicht zulassen, dass sie ihre Jungs und Mädels hier alle verlieren. Ich hoffe jedenfalls, dass sie den Fehler machen und ein bisschen, ihr wisst schon, sich aus der Patsche helfen möchten. Schade. Wir gehen tunneln. Ich mache hier mal kurz den. Warum mache ich den? Weil ich jetzt in den nächsten 20 Sekunden längere Schlagreichweite habe. Ich hätte gedacht, dass sie schon her sind und sich helfen wollen, aber bisher noch nicht. Oh, da kommt die Rettungsaktion. Okay. Ziemlich gut. Monate die besten Schweinchen-Emotes. Und weitere viele Monate. Oh, ich hab sie lange genug geblockt. Das war aber auch schwer. Nice. Oh. Hey Leute, seid ihr bereit? Nicht vergessen, 5 Sekunden bevor der Cooldown zu Ende ist, müssen wir alle gleichzeitig unseren Charakter wechseln, damit der Killer nicht sieht, dass wir P100 sind, sonst lief der. Ich kann es kaum erwarten, den fertig zu machen. Der wird sich wahrscheinlich wünschen, uns nie in die Gruppe bekommen zu haben. Ja. Okay, Timmy. Okay, Sarah. Seid ihr bereit? Der kriegt jetzt die volle Breitseite, kriegt der. Shit! Die haben erstmal ein Totem aufgesetzt, da hinten. Sollten wir das zerstören? Vielleicht. Zurück in den Keller. Boah, wie die mich weggeblockt hat! Gibt's aber nicht. Heftig. Nicht schlecht. Nice. So können wir tauschen. Ist gut. Auch hier blocken wir wieder. Heftig gut. Sie hatten
Sie stöhnt nicht, off the record. Nice. Solange die anderen keinen Unbreakable haben, sind wir hier sicher. Können warten, bis unsere Fähigkeit ready ist. Und können einfach so ein bisschen Dings aufladen. Bloodlust. So heißt das. Okay. Und Unbreakable sind hier im Arsch. Ihr kleinen Quick-Switcher P100. Das ist nichts als Dekoration. Das hat nichts zu bedeuten. Und je früher ihr das einseht, desto besser. Ja, mein Bloodlust wird immer stärker. Ich warte nur auf den richtigen Moment. Sollen wir es zerstören oder nicht? Ich bin unsicher. Ich glaube nicht, dass ich sie mit P3 Bloodlust, mit Stufe 3 Bloodlust kriege. Wobei, ziemlich schnell, ja. Oh. Ihre Freundin will aufgehoben werden? Frage ist, schafft sie das? Die Antwort ist nein! Beim Chicky Wow Wow! Nicht schlecht, meine Kleinen. Willst du, dass ich sie zuerst aufhebe? Vielleicht hat sie als Einzige das Unbreakable. Genau deshalb werde ich sie aufheben und euch liegen lassen, ist doch klar. Ja. Sie könnte Deliverance haben. Wir wollen nicht, dass sie runterspringt und die anderen nochmal aufhebt. Deshalb werden wir sie so ein bisschen im Auge behalten, Chat. 4% sind ja auch ein Teil des Spiels. Aber die sind hiermit jetzt ganz offiziell gecountert. Sehr gute Arbeit. Zerleg sie? Jawohl, Satako. Zu Befehl. Hallo, Sir Shiverick. Für wie viele Liter reicht so eine Packung circa? Also, in so einer normalen Packung sind 12 Würfel drin. 12 Liter, in meinem Fall. Ich nehme meistens pro Liter einen Würfel. Bist du ja. Ja, nicht in die Ecke, komm schon. Du weißt, dass hier die Haken kaputt sind und deshalb denkst du, dass ich dich nicht an den Haken bringen kann. Und du hast recht. Na. Tut mir leid. Arschkarte. Bist du verheiratet? Oh, ich? Achso, wegen des Ringes? Nein, 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 ist kein Ehering. Ist nur so ein, ich bin cool und mysteriös, ich bin ziemlich stylisch Ring. Kein Ehering. Hallo Redbeard, magst du Rockmusik? Ja. Hast du gute Empfehlungen? Woher hast du denn den Ring? Oh, den habe ich von Holzkern, unserem Sponsor. Da ist richtiges Holz drin verarbeitet, ein richtiges Unikat. Ausrufezeichen Holzkern, wenn ihr auch gerne Schmuckstücke haben möchtet, wie Ringe, Ohrringe, Holzuhren oder Sonnenbrillen, in die Holz verarbeitet wurde. Vikos, danke für die 32 Monate. Hey, schönen guten Abend. Sorry, Ma'am. Hat sich ausgeblutet. Über Steam oder Konsole? Vielleicht fliege ich auch gleich raus. Oh oh. Oh oh. Ganz will ich aber nicht, das wäre gar nicht gut. Die an der Stelle zu verfolgen lohnt sich, glaube ich, noch nicht. Wir zerstören erstmal ein paar Fenster, Türen. Also ist das graue Haar. Ist das grau in deinen Haaren Staub? Nein, nein. Das sind schon graue Haare. Die sehr stylisch aussehen, muss ich immer wieder betonen dazu.
Hier ist einer durchs Fenster gekrabbelt. Vors Fenster stellen? Jetzt denkt sie so, wow, der lässt mich da nicht durch. Ich komme nicht durchs Fenster. Scheiße. Blöde Kuh. Fuck, ich hab keine Dinger mehr. Oh mein Gott, warum bin ich so schlecht? Ich verwerfe die immer alle. Ah, oh, das macht mich ganz wütend. Egal, wir holen sie einfach mit dem scheiß Baseballschläger. Ja, ist okay. So, hoffentlich ist jemand mit Taschenlampe in der Nähe. Ich sehe sogar mehrere Leute hinter mir. Die werden bestimmt richtig geil darauf sein, zu helfen. Erstmal laden wir nach und dann kommen die gleichzeitig mit ihrer Taschenlampe und dann sehen sie, dass das nichts bringt. Weint nicht noch jemand? Die denkt, dass ihr Timing falsch war, aber in Wirklichkeit habe ich ja Lightborn mit dabei. Vielleicht können wir das noch gegen sie benutzen. Naja, daraus wird nichts, oder? Mehrere Leute hier an dem... an der Chef. Ich würde, glaube ich, ganz gerne nachladen. Wir machen das auch mal. Sollen wir die tunneln, wenn sie rauskommt? Kratzsprung. Okay. Vielleicht versuchen sie es nochmal? Ulti, Ulti, Ulti! Tu es! Okay. Noch jemand? Sie hatten zwei Taschenlampen. Die zweite scheint aber nicht in der Nähe zu... Oh. D-Strike. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich brauch die. Let's go, let's go, let's go. Das ist okay, kriegen wir hin. Nein, 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 ich hab den nicht so gut an, die guckt nie nach hinten. Wieso spielt jemand Dead Hat, der nicht nach hinten guckt? Das ist so, als ob man Auto fährt mit einer Augenklappe. Ich meine Binde. Scheiße. Das ist nicht gut. Jetzt verliere ich. Jetzt verliere ich, glaube ich. Ich glaube, ich verliere. Ich kenne jetzt zwar die ganzen Perks, aber das reicht nicht. Das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht. Das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Die ist weg über alle Sterne. Wir können hier unser Blut reinmachen für eine längere Schlagreichweite. Aber das wird vorne und hinten nicht reichen. Die Runde ist lost. Oder? Ich meine, manchmal gibt es ja... noch Wunder auf dieser Welt. Wunder! Wenn ich die Angeschwächte wiederfinden würde... haben sich gerettet. Sable war die mit dem Dead Heart, ne? Hätte ich warten müssen. Mein Fehler. Den zu holen wird mir halt auch nicht so viel bringen. Komm schon, Baby. Gut, gut. Aber das reicht nicht. Das ist Sable, die ich brauche. Ulti jetzt an der Stelle. Go, go, go. Bleib dran, bleib dran, bleib dran. Das ist die zweite Phase. Dann wollen sie sich ganz so helfen. Und sie wissen noch nichts von deinem Geheimtrick. Bro, Bro, please! Oh mein Gott, ich bin so schlecht mit den Messern. Ich kann nicht. Ich hasse Trickster so sehr. Oh mein Gott, ich kann nicht nur so verfehlen. Oh mein Gott. Alles gut. Für dir ein Kommen mehr, Junge. Ich hätte geweint. Okay. Ah.
Der Tat. Nur noch ein Gen, der ihm fehlt. Das schaffe ich nicht. Oh, oder? Ja, wir müssen sie töten und dann im Late Game jiggeln. So ein bisschen, darauf hoffen, dass sie... Der ist fast fertig, der Gen. Da kommt Rettungsaktion. Sehr gut, okay. Ich muss sie töten und mir dann eine Geisel holen und dann hoffen, dass sie retten wollen. Sie müssen Fehler machen, ansonsten ist das Game GG. Oh, shit! He did it! Euer Boy Schwabbeltown hat es actually getan. Jetzt wird der Gen hinten angehen. Aber wir haben ja Dings. Ich kann sehr schnell rennen mit Agitation. So. Ich muss eigentlich noch nachladen, aber ich muss auch einen Gen retten. Beides gleichzeitig wird nicht funktionieren, befürchte ich. Okay. Er hat die Palette zerstört. Dissolution hat gerade seine Arbeit gemacht. Bin ich hier noch in der Blutzone drin? Ja, ich kann von hier aus zuhauen. Nice. Okay. Actually, gar nicht mal so schlecht. Der David wird den Gen versuchen, fertig zu machen. Vielleicht hätte ich es lagen sollen. I don't know. Ich habe Agitation. Vielleicht kann ich ganz kurz wegboxen. Er rennt weg, anstatt fertig zu machen. Wow, 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 wow. Er hat nicht durchgezogen. Ich hätte durchgezogen. Der hätte volle AP. Wieso zieht er nicht durch? Oh Mann, das würde mich so ärgern an der Stelle von der Nähe, dass der nicht durchgezogen hat. Dass er so viel Respekt hat, Bruder. Okay, wir haben nachgeladen. Zu weit weglaufen wäre Selbstmord. Da, der versteckt sich hinter dem Wägelchen. Da ist er. Off the record hatte sie. Nice! Nice! Yeah! Und der Data hat unter die Swipe bisschen tot! Wartet. Was ist, wenn die einen den Gen fertig machen will? Oder den Typen heilen möchte? Okay. Den Gen. Der Gen ist auf 90% oder so. Keine Dinger mehr zum Nachladen. So schnell kriegen sie den nicht, da fehlen jetzt 25%. Ich hoffe, der Destroy ist ausgelaufen. Nice. Wir kommen vorbei gecruised, muss dann zwischendurch noch nachladen, aber sie werden nicht fertig. Okay. Sie können mich immer noch von einer Seite der Map zur anderen ziehen und dann kann einfach einer rauslaufen, sobald sie die Gens fertig haben. Also, das ist noch nicht gewonnen, aber es sieht schon mal ein bisschen besser aus. Warte, der ist auf null. Die haben sich nicht um die anderen Gens gekümmert. Es ist wirklich nur der eine da vorne. Nea hat jetzt hinter mir geguckt, ob sie da ran kann. Sie sehen jetzt, dass sie sich so ein bisschen aufteilen müssen, Stück für Stück. Sie ist am Haupthaus. Ich weiß nicht, wo der David ist. Ey, David ist auf jeden Fall giga ängstlich. Und sie will mich ins Haupthaus locken, anstatt zu reparieren. Das gibt uns Zeit, diesen Gen zu regressen. Ist das nicht eine Sackgasse? Oh, ne. Scheiße. Sechs Stunden, sieben Stunden, je nachdem, wie lange ich rätsel, vielleicht acht Stunden, neun Stunden. Ah ja.
Ab wie viel Uhr? Was denn? 12 oder so. Passt ja dann zu den 8 Stunden, oder? 12, 13, 14, oder so. 12, 13, 14. So in dem Dreh. Wo sind die? Was ist denn hier los? Verstecken die sich alle? Hat sich jemand mir vorbeigeschlichen und ist hier rangegangen. Gibt's ja wohl nicht. Wie schnell ist die, Bro? Die, auf Wiedersehen. Ui, du kriegst mich nie, Trixia. Endlich mal eine Map, wo ich drüber werfen kann. Das fühlt sich gut an, Digga. Ich will sie in die Ecke bringen, glaube ich. Neue Runde? Ja, weil ich in der letzten rausgeflogen bin. Internet hat nachgegeben, sorry. Wann spielst du Projekt 13? Vielleicht Sonntag dann? Oder vielleicht heute? Mal gucken. Je nachdem, wie lange wir heute mit dem Horror-Game noch zu tun haben. Ihr erinnert euch für... Oh, Rettungsaktion. Hört sich an, als ob sie Dings hätte. Tut mir so leid, aber ich kann kein Risiko eingehen. Tut mir so leid, meine Kleine. Aber dieser Schwabbel kann kein Risiko eingehen. Du musst sterben, damit ich leben kann. Die Zukunft der Challenge hängt davon ab. Sei mir nicht böse. Was macht er denn jetzt hier? Fahren Sie vor meiner Nase? Ich hätte auch keinen Bock mehr. Warum fahren Sie mich ab vor der Nase des Killers, Leute? Ich verstehe das, ich verstehe das. Gut, dass du aufgibst. Gut, dass du aufgibst. Das ist doch viel leichter, als einfach so zu strugglen und am Ende doch nicht zu überleben. Einfach aufgeben. Sich einfach in den Abgrund fallen lassen. Wozu die Mühe, wieder aufzustehen, zu kämpfen, wenn am Ende dann doch nichts als der Tod auf einen wartet. Ich verstehe das. Du hast eine gute Entscheidung getroffen. Ich bin stolz auf dich. Was passiert denn hier, Mama? Was ist denn hier los? Wollte der sein Flink einsetzen, oder hat er sich gedacht, wenn ich schon sterben muss, dann während ich cool über eine Palette slide? Scheiße. Oh, ich habe kein Droplet. Du da, weg vom Generator, Michaela. Alan bringt sich um. Sehr gut. Das ist aber nur fair, nachdem wir in der letzten Runde so gestruggelt haben, oder? Können wir gut gebrauchen. Ist in Ordnung. Cherry, Cherry Lady. Gucken, ob wir ihn am Horizont von links nach rechts laufen sehen. Wenn nicht, gehen wir davon aus, dass er sich unterm Haken heilen. Und wenn dem so sein sollte, stürzen wir uns wie ein Raubtier auf den Alan, der jetzt eh in der zweiten Phase ist. Ich wollte eh nicht treffen. Ich hatte eh keinen Bock zu treffen. Der Survivor hat auf Sieg gewettet und lässt sich deshalb mit Absicht sterben. Das wäre auch funny.
Chat, soll eigentlich demnächst irgendwann mal ein neues Pokémon rauskommen? Ich habe irgendwie Bock auf Pokémon. Als Anfänger mit meinem Level 5 Pokémon in die Welt hinauslaufen, ein paar Trainer besiegen, eine neue Welt kennenlernen, Arena-Orden sammeln. Legend Z? Wann? Und kommt das noch für die Switch oder für die neue Konsole? Soll jetzt nicht auch bald eine neue Switch kommen? Was hat die Palette dir getan? Geil, Double Whopper, ja. Das war der Triple Tornado. Ultimate! Hoggies. 2025 soll es kommen, denke, für eine neue Konsole. Ja, da müssen wir aber noch warten, Chat. Das macht mich ein bisschen traurig. Aber ich freue mich drauf. Nächstes Jahr? Neue Switch vermutlich auf nächstes Jahr verschoben. Ah, okay. Okay, okay. Danke für die Info. Ihr seid gut informiert. Hallo, Sayo. Chat ist dein Google? Ja, das stimmt. Dieser Generator ist fast fertig. Ich gehe davon aus, dass er vor kurzem repariert wurde. Da vorne ist die Luke auf dem Hügel aufgegangen. Habt ihr gesehen? Ich dachte zuerst, das wäre eine Krähe, die zurückgekehrt ist, aber es war die gottverdammte Luke. Sehe ich von hier beide Ausgänge? Dafür müsste die Blubberblase erst einmal verschwinden. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir hüpfen runter. So ist angenehmer. Dankeschön, Miss Fleischsalat, für den Follow. Herzlich willkommen. Jetzt habe ich Hunger. Denisa, danke für die 29 Monate. Vielen Dank für den Resub. Moin, moin. Deponia will ich auch irgendwann unbedingt spielen. Momentan hat mich WoW so ein bisschen eingenommen. Sollen wir sie gehen lassen? Die Arme. Ihre Freunde haben aufgegeben. Du darfst gehen! Hallo? Kate? Kate! Ich bin ein kleines Schweinchen. Ein kleines hungriges Schweinchen. Hier. Die WN Wiggle. Du hast nicht mehr lang Zeit. Ach, da bist du ja. Auf Wiedersehen. Nix, danke für die 18 Monate. Hallo. Vielen Dank für den Resub. Moin, moin. Habe WoW noch nie gespielt, geschweige denn gesehen. Weiß nicht mal, worum es da geht. Ja, irgendwie so Allianz gegen Horde. Das ist keine Schande, dass du es nie gespielt hast. Du solltest dich nur dafür schämen, dass du kein... du solltest dich nur dafür schämen, dass du kein Dark Age of Camelot gespielt hast. Apropos Camelot Unchained, meine Damen und Herren. Ich glaube, die haben sich ein Release-Date gesucht jetzt für in 2 Jahren oder so. Die wird weiterlaufen, weil sie denkt, ich benutze die Peitsche. Aber sie hat sich gehört. Ich bin der Faustmann. Faustmann!
What the heck? Die ist hier geblieben, statt wegzulaufen. LOL. Profitieren wir von... Ja. Wir nehmen den Skirtschuk, weil, wenn die hier gerettet wird, sehe ich die Augen der anderen. Und das ist genau das, was wir wollen. Nehmen wir so ein paar XP mit vom Killen des Zombies. Laufen weiter. Oh, die will sich umbringen, Chat. Oh mein Gott, wenn die sich umbringt, easy game. Ich meine, ihre Chase war ein bisschen kacke. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht hat, an diesem Loopspot zu bleiben. Aber... Oh, willst du dich echt umbringen? Dein armes Team. Jetzt struggelt sie auch. Nee, sie ist tot. Krass. Weird. Hätte ich nicht gedacht, dass sie das macht. Wenn ich jetzt verliere, bin ich einfach nur schlecht. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Wenn der Survivor hier langgelaufen wäre, hätte das Blut aufgesammelt. Ich denke, die Survivor waren nur ganz kurz hier und sind dann wieder weg, warum auch immer. Vielleicht wollten sie mich runterlocken. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die restlichen Gens bisher alle mucksmäuschen still. Der Zombie ist im Nirgendwo. Ich hole mir kurz die XP. Problem ist, ich finde sonst niemanden. Es ist so, als ob niemand reparieren würde. Mein Zombie da hinten hat jemand gesehen, endlich. Die lockt ihn um den Stein herum. Hat ihn getötet mit einer Palette. Das ist ja frech. Was hast du ihm angetan? Was fällt dir ein? Er war mein bester Freund. Auf der Welt, wo gibt. Dieses Haus kann dir nicht helfen. Niemand kann dir helfen. Was bist du? Eine Nea? Ja, das sehe ich dir an. Und du guckst nicht nach hinten. Das heißt, du weichst meiner Peitsche nicht aus. Ah! Los, Nemesis, oder wie du heißt. Hol sie dir. Nichts und niemand kann ihr helfen. Oh, Chat, ey. Boah, ich glaube, das Event zieht so ein bisschen Leute an, die lange nicht gespielt haben oder so. Da unten. Wenn das mal nicht ein Survivor ist, der ein Bontotem aufstellen möchte. Na, da habe ich aber noch ein Wörtchen mitzureden. Die junge Dame da unten kriegt gleich Probleme. Die Tür schlage ich nicht ein. Ich will nicht, dass sie da zusätzliche Möglichkeiten bekommen, diesem Irrgarten zu entkommen. Wo hat die sich versteckt? Hm? Ist bestimmt noch hier im Haus. Da vorne war sie. Habt ihr sie gesehen? Ich habe sie gesehen. Jetzt rennt sie. Gute Idee. Ich bin gleich bei dir. Außenrum. Quetscht sich gut an den Zaun. Ich würde gerne boxen, aber soll ich? Wir sehen gerade ihre Aura. Dadurch, dass sie sich drüben gerettet haben am Floods of Rage-Ding. Jetzt leider nicht mehr. Jetzt haben wir sie auch noch markiert. Sehr gut. Sie muss immer wieder Angst haben, weil sie nicht genau weiß, ob ich von vorne oder von hinten komme. Sehr gut. Ja, ist gruselig, wenn der Killer zwischendurch nicht 1:1 hinterherläuft, sondern verschwindet. Weiß man nicht, ist er da stehen geblieben einfach an der Stelle, wo man ihn aus dem Auge verloren hat? Ändert er die Richtung? Ist er über mir, hinter mir, vor mir? Das kann ganz schön mit dem Kopf spielen. Noch dazu im starken Nachteil, weil die erste sich hat umbringen lassen. Das ist keine schöne Situation für die Survivor. Keine schöne Situation. Noch dazu haben wir jetzt eine Stufe 3 Peitsche. Die kann nicht nur Paletten kaputt machen, sondern hat auch mehr Reichweite. Soxel. Hallo Seni, guten Abend. Hoffe, dir geht's gut. Ah.
Muss ich mir Sorgen machen, dass ich verliere? Die hat angeschwächt repariert und sich dann voll geheilt. Die war auf 99. Kuckuck! Kuckuck! Balanced Landing, so wie es aussieht. Die andere in die zweite Phase gekommen, weil die anderen reparieren, statt zu helfen. Da musst du aufpassen jetzt. Holy shit. Du hättest die Peitsche annehmen sollen. Hätte sie die Peitsche kassiert, hätte sie überlebt, wäre schneller geworden. Und die Chase wäre entsprechend gestreckt gewesen. Zombie, du passt hier auf. Ich hab da was stöhnen hören drin. Unter mir. Ja, du bist immer noch markiert. Das T-Virus, oder wie es heißt, ist immer noch stark in dir. Moin Montico, hi. Okay, ausgezeichnet. Chat, heute habe ich Post bekommen. Und zwar einen Verbandskasten und ein Warndreieck. Mein altes Warndreieck im Auto war kaputt und mein Verbandskasten ist seit 3 Jahren abgelaufen, was nicht so gut ist. Deshalb habe ich die mal ersetzt. Zeus, danke schön für den Follow. Und hallo Red Moon, hi. Zombie sieht was. Ich wünschte, er würde mir zeigen, was er sieht. Ah, verstehe. Ich kann nicht mehr ohne diese Emote TVNL. Der sah so gut aus. Wie haben wir dein Ding gerade verfehlt? Hör mal. Zieh. Du willst nicht? Ganz wie du willst. Muss ich wohl meine Peitsche auspacken. Diesmal habe ich getroffen. Yeah. Wie geht denn ein Warndreieck kaputt? Also ich habe ein gebrauchtes von meinem Dad bekommen. Also... ich weiß nicht, ob es kaputt ist. Die Verpackung ist irgendwie kaputt. Keine Ahnung, ich dachte, wenn ich die Verbandskasten ersetze, hole ich mir auch einfach ein neues Warndreieck. Ist irgendwie schicker und sauberer. Naja, jedenfalls kann ich das nachher in mein Auto packen. Und noch dazu, liebe Damen und Herren, habe ich mir Stoßdämpfer... Gasdruckfedern oder sowas bestellt. Und zwar für die Kofferraumklappe. Immer wenn ich meine Kofferraumklappe hochmache, dann gibt die Klappe nach, weil diese komischen Dinger nicht mehr, die haben nicht mehr so viel Power. Und das Dach kommt runter und dann stößt man sich da den Kopf. Und damit das nicht mehr passiert, hi, habe ich diese komischen Stangen mir neu bestellt. Die können wir eigentlich gehen lassen, oder? Die hatten diesen einen Aufgeber in der Gruppe. Wäre ein bisschen fies, wenn wir sie killen. Oder wir probieren 360s aus. Hat sich angehört, als ob die Luke drin wäre. 360 in 3, 2, 1. Verdammt! Ich weiß, was fehlt.
Vielleicht brauchen wir noch Musik. So, wir sie gehen lassen. Die Luke ist links von mir. Ich könnte sie zutreten. Oh mein Gott! Ja! Keine Sorge. Ich bin auch kein Schwein. Dafür lebe ich, Chad. Oh, ist die Map gut oder schlecht für Pinhead? Die ist so kurvig. Die können alle Nase lang sich irgendwo verstecken. Oh, das gefällt mir, glaube ich, nicht. Oder? Ich glaube, das gefällt mir nicht. Aber vielleicht schon. Aber vielleicht auch nicht. Wir haben immer noch den Buff. Mit der längeren Schlagreichweite. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Glaube. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Ja, 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 du denkst auch, ich bin doof, Ada, du süße Maus. Für wen hältst du dich? Siehst, wie ich nach rechts abbiege und versuchst, mich dann zu umlaufen? Den Trick kennen wir doch schon. Tausendmal gesehen, süße Maus. Ui! Kleinen Moment, süßer Bursche. Bitte warte auf mich. Ich bitte dich. Ist mein Würfel schon auf 100%? Nee. Ach, der wurde ja ausgelöscht durch die wir gechased haben, stimmt. Der hat sich instant darum gekümmert gehabt. Oh, er rennt hoch. Balance Landing? Oder warum will man direkt hoch? Das ist ja mutig. Weiß ich nicht. Echt? TWNPOG, unser zweiter Twitch-Baby. TWNEZTWNHTWN. Freiwillig nach oben. Schwierig. Hier gibt es so ein paar Fenster, aber an und für sich ist das hier gefährlich, die Ecke. Die wäre ich ja nicht so gerne. Oh, vielleicht schaffen wir es noch zum Support nach dem Aufhängen. Mal gucken. I came. Ey, da bist du nicht die, die wir gerade aufgehangen hatten? Das ist eine Sackgasse. Du killst mich, du Maus. Du machst mich fertig. Das war scheiße. Ich bin scheiße. Ich sollte Scheiße in meinen Mund stecken und sie kauen. Und dann runterschlucken. Mahlzeit? Danke. Vielen Dank. Nach dem gemachten Gen sind alle Vault Locations blockiert, global. Die hat er schnell abgeworfen, der junge Mann. Ja, aber ganz zackig unterwegs hier. Was? Er kommt gerade vom Haken, er könnte einen D-Strike haben. Weiß ich nicht, ist nicht die beste Geschichte hier. Ich hätte lieber Ada gehabt. Er hat keinen D-Strike, okay, Gott sei Dank. Ew, Junge? Vault Locations wieder alle gebrochen. Keine Fenster für die kleinen Schweine in den nächsten 15 Sekunden noch. Da vorne läuft was. Die eine hat sich voll geheilt. Vielleicht denkt die, sie kann weiterlaufen. Ja. Die hatte 99% Sprint Burst ready. Sieh mal einer an. Oh, wie habe ich denn an ihr vorbeigezählt? Na, Mama! Wenn wir ihn holen. Noch hast du Borrow Time, aber nicht mehr lange, mein Freund. Ich bin so schlecht mit der Kette. Gebt mir Chat. So, ich will, dass ihr euch auf die Toilette setzt, aber die Hand unter eurem Po haltet, damit dieser leckere, saftige Haufen nicht in die Schüssel fällt, sondern damit ihr mir... Now you must come with me.
Bitte tanke, bitte tanke, bitte tanke. Schade. Ich brauche eure Häufchen. Ihr habt mich schon verstanden, Chat. Ich bin jetzt in einem Blutkreis drin, also verlängerte Reichweite, aber sie hat sich schnell genug aus dem Blutkreis entfernt, hatte ich keine verlängerte Reichweite. Ab hier wieder verlängerte Reichweite. Bisschen nervig hier, der Spielgarten. Reicht das, um sie zu holen? Die Antwort ist... Scheiß drauf, ist mir zu dumm. Wir holen sie hier. Okay. Ich muss ein bisschen ruhiger werden mit den Ketten, ich bin immer zu hektisch. Die wird hinter mir reparieren, die flinke Lady. Wie heißt sie? Nancy. Kleiner als drei. Wir versuchen das schnell zu machen. Die sind schneller mit den Gens, als ich dachte. Nancy wird diesen einen Gen fertig machen und die andere habe ich seit Ewigkeit nicht gesehen, die Sable. Wenn die beide gleichzeitig einen Gen fertig machen, könnte das hier noch eklig werden. Eines über mir. Fuck, wenn die über mir auch fertig wird, ist GG. Hi Schwabbel, hoffe, die Ketten halten gar nicht lang, Bro. Ketten halten doch mal ein bisschen länger als eine Sekunde. Ich muss lagen, sonst verlieren wir. Der Gen war bestimmt schon 99 oder so ein Shit. Ich muss lagen, ich muss lagen, ich muss lagen, ich muss lagen. Der Würfel ist aktiv, aber ich muss lagen. Ich glaube, sie hat auf dem Rekord. Sie stöhnt so gut wie gar nicht, Chat. Sie stöhnt so gut wie gar nicht, Chat. Ich verliere. Die will hoch zu ihrem Gen. Sie weiß, dass der Gen fast fertig ist. Muss ich es lange. Das ist so fies, blöde Kuh! Die ist auf 75! Das kann ich nicht halten! Oh mein Gott! Vielleicht läuft sie mich rein durch Panik. Sie ist rechts von mir. Die anderen haben sich gerade voll gehalten. Nerv mich nicht ab, Bro! Stirb einfach! Oh, wenn die hochgehen, bin ich am Arsch. Zum Glück ist das ein Single-Gen, aber wenn die da ran machen, wenn die sich dran wiggeln, sich dran reiben, ist GG. Kratzspuren. Die ist tot, wenn ich sie kriege. Hoffentlich hat sie kein Balanced. Die wollen sich gegenseitig tanken, helfen. Das bringt nichts. Das bringt nichts, das bringt nichts, das bringt nichts. Ich muss eigentlich wieder hoch. Fuck! Wie soll ich die alle geslackt kriegen? Ich habe nicht mal Zeit, die Paletten zu zerstören. Und sie haben sich leider auch um den Würfel gekümmert. Die Gens liegen relativ weit auseinander. Sie bemühen sich gerade um ihren Reset. Ich kann nicht dazwischen, denke ich. Wir müssen zu dem anderen Gen. Die ist in der Nähe und versucht auf sich aufmerksam zu machen, I guess. Das ist der Gen, bei dem ich lange nicht war. Fast fertig. Adrenalin auf allen dreien. Das ist nicht gut. Ich brauche irgendjemanden! Ah, dass die alle Adrenalin haben, Bro! Oh mein Gott! Nein! Ich zerquetsche dich so sehr! Wehe, das Tor davor ist bereits offen. Piece of shit!
Shit! Ich werde dich voll kacken! Kann nicht rauslassen. Haben wir irgendwas für Haken? Nee, gar nichts. Die einen können sich, die können sich jetzt aufheben. Wenn ich die hier vorne aufhänge, ist das quasi GG, oder? No tears. They are a waste of good suffering. Wo ist die Ada? Eben war sie noch hier. Will sie zuerst der Dame auf dem Boden aufhelfen? Die müssten krass reinscheißen, wenn das noch klappen soll. Da ist sie. Okay. Die hat noch einen Deadshot gehabt, Junge! Wenn ich keinen Deadshot gehabt hätte! Oh! Gehen Sie zum zweiten Tor? Wahrscheinlich, oder? Ich gehe zum zweiten Tor auf gut Glück. Ey, ich habe jetzt eh nichts mehr zu verlieren, Chat. Wenn die da aufmachen, habe ich verloren. Auf gut Glück, zweites Tor. Wenn jemand mit mir rettet, kann ich nichts dagegen tun. Ich muss all in gehen, ansonsten ist das over. Hier waren Ketten, nice. Hinter mir, die sind beide hier, die sind beide hier. Und die eine will Richtung Haken. Das schafft sie, glaube ich, auch noch. Ich glaube nicht, dass ich sie abfangen kann. Oder? Mit blinden Ketten, maybe? Ah, ich glaube nicht. Da ist sie. Oh mein Gott, ich komme Feuer. Oh mein Gott, ich krieg's hin! Oh mein Gott, ich gewinne! Oh mein Gott, ich gewinne! Bitte kein Deliverance. Dann muss ich sie hier blocken, immerhin wieder hin und her, bis ihr Borrowed Time abgelaufen ist. Hat nur 4%. Zweimal schon 4% benutzt. Kein Glück gehabt, sie ist tot. Jetzt verhindert, dass die andere in den einzigen offenen Ausgang kriegt, der da ist. Der gegenüberliegende war nicht offen. Den kann sie nicht benutzen. Okay. Oh. 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 Oh ja, oh, ich reibe mich an diesem Haken. Oh, oh ja, yeah. I came, oh ja. Yeah. Ja. Oh ja. GG-Chat, GG. Da ist sie. Boop. In deinen Po, Ada. Now, this is epic. Aber jetzt nimmt kaum noch einer mit. Geile Killerin. Die macht Spaß. Okay, Chat, let's go. Ich vermute jemanden da hinten, okay? Deshalb gehe ich da jetzt drauf zu und bereite zwei Krähen vor, die nacheinander einschlagen werden und für Schaden sorgen. Seht und staunet. Erster markiert, zweiter macht... Okay, doch nicht. Oh, da habe ich jemanden erwischt.
Ja, sie hat durchgesprungen, es hat sich gerade das Fenster blockiert, Chat. Habt ihr gesehen? Mein Hex-Totem ist aber in der Shack. Das heißt, der Alan könnte hier sehr bald schon dafür sorgen, dass das... Schade. Die wird noch nebenher weitergerappt. Oh, vielleicht läuft da meine Krähe. Oh, oh, oh. Ah, die habe ich eigentlich für deine Freundin vorbereitet. Oh, Felix, du tust mir einen Gefallen. Oh, sehr schön. Hat sich der Agro-Switch gelohnt? Die Nancy hat das ganz gut gemacht. Die wollte nicht darauf reinfallen. Aber er wusste zum Glück nichts davon. Hier machen wir mal so eine Blutzone hin, weil wir hier gleich kämpfen werden. Davon hat jemand losgelassen, könnt ihr sehen. Checken jetzt mal ab, wo die so hocken. Da hinten, jetzt haben sie da losgelassen, ihr seht's. Deadman Switch hat jetzt den Gen blockiert und irgendjemand versucht jetzt meine Krähen loszuwerden, da links, war relativ auffällig. Den haben wir getroffen. Kriegt noch einen so drüber. Der läuft sehr interessant. Der verkackt. Okay. Können wir direkt nochmal Deadman Switch aktivieren, ne? Nach dem Aufhängen direkt wieder Krähen auf alle Gens schicken, damit die dazu gezwungen sind, loszulassen und die Gens blockiert werden. Wir versuchen, so viel wie möglich Deadman Switch auszunutzen an dieser Stelle. Da haben sie gerade losgelassen. Zwei Leute erwischt, einmal rechts, einmal links. Der linke will sogar weiter reparieren, damit der Gen nicht blockiert wird, oder was? Was genau machen die da? Fuck. Die haben immer noch nicht mein Totem auseinandergerupft. Das ist ja interessant. Warum das denn? Medium Wall tut natürlich weh, wenn das passiert. Den haben wir markiert. Jetzt kommt die Shotgun. Drei Krähen direkt nebeneinander. Einen davon hat ihn erwischt. Sehr gut. Der Gen ist fast fertig. Hier war jemand anderes am Reparieren. Ich weiß noch nicht, wo. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um... mein Hextotem. Ist aber immer noch niemand dran. Wundert mich. Wow, crazy. Aha. Ob jemand erwischt da hinten? Fähigkeit ist noch auf Cooldown. Der Felix hat sich umgebracht. Interessant. Die will wahrscheinlich den Gen fertig machen. Die ist nicht ausgewichen. Ich war mir sicher, der weicht aus. Der wollte einfach eiskalt durchziehen. Der hat den Damage in Kauf genommen, anstatt auszuweichen. Das ist ja lustig. Du bist ja ein Frecher. Eine links, eine rechts, aber du bist nicht drauf reingefallen. Ich habe seine Aura nicht gesehen durch die Wand, obwohl ich einen Perk mit dabei habe, was mir seine Aura zeigen sollte. Vielleicht hat er dieses Jeff-Perk mit dabei, das Verzerrung oder wie das heißt, was Aura-Sicht verhindert. Oh, da haben wir jemanden erwischt. Hat den Gen aber vorher schon... Ah, die hat gar nicht repariert. Okay, okay, okay. Hallo. Wir wollen hier eine Krähe vor dem Fenster positionieren und sie dann dazu zwingen, da vorbeizulaufen. Oh, gut gemacht. Schade. Hat sie gut angetäuscht. Der hat sich auch sterben lassen, der Ace. Okay, damit ist die Runde wahrscheinlich vorbei. Würde mich wundern, wenn sie das noch gebacken kriegen. Die müssen wir wahrscheinlich bis ans Ende des Loops hier verfolgen. Angetäuscht, das gibt einen Schlag auf den Purpose. Hier müsste meine Krähe relativ strong sein. Sie versucht jetzt natürlich wieder das anzutäuschen und so, aber...
Diesmal warte ich ein bisschen länger, weil ich weiß, dass sie raffiniert ist und nur so tut, als ob sie an der Krähe vorbeiläuft. Okay. So, ein Probierpaket und das Cola-Doppelpaket bestellt mit Schwabbel 10. Eugen, vielen Dank fürs Bestellen. Danke für den Support. Hör mal. Danke, dass ihr probiert. Gib mir gerne Feedback, wenn die Sachen dich erreicht haben. Jen oben. Distortion oder so, ja. Die haben sich gerettet. Seht ihr da irgendwas? Ich sehe eine Person, und zwar da vorne. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wo dein Freund ist, deshalb musst du gejagt werden. Ist echt nicht böse gemeint. Du verstehst das doch bestimmt, oder? Was ist, wenn ich hier eine hinmache und hier eine hinmache? Das funktioniert. In der Tat. Das ist gemein, ich weiß. Tut mir leid. Hm? Candy Myers, danke für den Follow. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Moin moin. Ja, also das an der Shack hat uns das echt geholfen, dass die Fenster sich die ganze Zeit von allein geblockt haben, sobald eine Person durchgevoltet ist. Dadurch haben sie sich da ein paar Mal richtig doll im Weg gestanden. Ich glaube, der Leon läuft wieder nach rechts. Ah, nein, das ist wieder die Angeschwächte. Ich weiß nicht, wo er ist. Ist er hier lang? Wenn du nicht willst, dass ich sie tunnel, zeig dich! War er im Spind? Der daneben. Fuck, schade. Warum genau ist Waterdrop so teuer? Hype? So teuer? Also, dann hast du vielleicht noch nichts von unserem Code Schwabbel10 gehört, mit dem du 10% auf unsere Bestellung sparst. Oh, ja. Ich meine, natürlich kommst du günstiger bei weg, wenn du einfach Leitungswasser trinkst ohne Zusatz. Aber ich glaube, an die Personengruppe ist Waterdrop halt gar nicht gerichtet, sondern eher an Leute, die eben, weiß ich nicht, denen normales Wasser zu langweilig ist, die zu wenig Wasser trinken, die gerne anfangen wollen, Wasser zu trinken, aber wo eben so ein bisschen der Geschmack und der Geruch fehlt. Und dann hast du ja den Vorteil, dass du dir diese, ich meine, so mit Geschmack angereichte Flaschen gibt es ja auch im Supermarkt, aber da hast du dann das ganze Plastikzeug, das Geschleppe, Pfand obendrauf. Und mit Waterdrop kannst du dir halt einfach nur... Boah, Leute, ihr seid aber ein bisschen frech, oder? Mit Waterdrop sparst du dir dann halt das Geschleppe, sparst dir das extra Plastikzeug und beziehst das Wasser einfach nur aus deinem Wasserhahn. Oh, die können wir Morin. Das Morin habe ich lange nicht mehr gesehen. Beziehst das Wasser einfach nur aus dem Wasserhahn und das ist halt sofort parat, ohne dass die Wohnung mit Flaschen zugestellt ist. Ich kann verstehen, wenn man sagt, hey, ist nichts für mich. Aber mir zum Beispiel hat es halt super doll geholfen. Los, meine Kleinen, ernährt euch. Fresst sie auf. Blub, blub. Gibt es Waterdrop auch mit Biergeschmack? Also es gibt unglaublich viele Geschmackssorten. Aber meines Wissens nach gibt es keine Biersorte. Keine Biersorte. Tja, wo ist die Luke, Chat? Ich habe keine Ahnung. Gibt es Waterdrop auch mit Wassergeschmack? Nein, aber es gibt viele fruchtige Sorten, es gibt Eisteesorten, es gibt sogar Sorten für heißen Tee, für kältere Monate, wenn ihr da lieber
irgendwas mit so einem richtigen Tee-Geschmack hättet, gibt's da auch was ganz neu. Ich hab keine Ahnung, wie die Luke ist. Jetzt, wo du wieder zuverlässiger streamst, kann ich meinen Prime ja wieder hier lassen, Kappa. Chillax, das ist mir eine große Ehre. Vielen Dank, dass du deinen Sub hier lässt. Den nehme ich doch gerne. Will er mir jetzt unbedingt zeigen, dass er die Luke gefunden hat? Oder was hat er vor? Ah, Krähen, schnell rein! Oh, das war aufregend. Was ist ein Withered Isle? Ist das die vom Neuen? Vom Unknown? Oh, hier so ein Ding rein, an der Shack, für längere Schlagreichweite. An der Shack kommt das richtig gut. Ja, das ist die Unknown Map, okay. Na dann, mal gucken, wo die so sind. Merkt. Wird hier. Er ist Jungle Jim. Der hat die Palette geworfen, obwohl klar war, dass ich den Treffer kriege. Ist vielleicht nicht der stärkste Survivor, aber könnte auch einfach nur ein Fehler gewesen sein. Pre-Drop für schneller laufen, aber jetzt haben wir ihn, ja. Ich glaube, wir haben hier einen ganz guten Survivor gefunden. Also einer, der so ein bisschen Fehler macht. Ist ganz gut. Gefällt mir. Ich würde gerne noch die Paletten zerstören, die er geworfen hat. Und dann würde ich auch gerne anfangen, die Leute mal so ein bisschen mit dem Fluch zu bearbeiten. Indem wir rumporten und neben ihn rauskommen. Let's go. Die haben sich gerade gerettet. Vendetta? Der sieht nicht so aus. Der ist flink. Krieg ich den Jungle gerettet da hinten? Ui, ui, ui. Ma, ich wollte gerade dahin porten. Ah, jetzt bin ich ganz woanders rausgekommen. Oh, du Arschloch. Oh mein Gott. So eine Scheiße. Jetzt können sie den Gem fertig machen. Oh, fuck me. Oh, das ist gar nicht gut. Loslassen. Lass ihn in Ruhe. Mein Baby. Oh. Scheiße. Ruin ist tot. Der kam geradewegs auf mich zu. Da ist er. Nice. Okay. Ist okay. Ist okay. Wahrscheinlich verlieren wir gleich den zweiten 99% Gen. Ja. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Wie geht's den anderen in der Nähe? Der hier braucht ein bisschen Unterstützung. Ich muss dem Knaben hinterher, ich brauch den Kill. Ja, halt sich unterm... Oh, das könnt ihr nicht machen. Ihr habt doch gesehen, dass ich tunnel. Heilt euch nicht unterm Haken. Oh, ihr Süßen, was tut ihr? Oh mein Gott, ihr seid viel zu gutgläubig. Willst du wirklich mit deinem Leben für ihn tanken? Don't do it. Don't fucking do it. Nice. Aber er ist unter der Palette. Das ist ein Problem. Die könnten ihn retten. Ah, nee, ich hab Mori. Oh, ich werde den noch slaggen, um den richtig viel Arbeit zu bescheren. Junge, du wartest so lange. Bitte nicht aufheben, ich will Morin. 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 Bitte nicht fertig reparieren, ich will Morin. Weg mit dir. Geh weg. Hinfort mit dir, Jeff. Nein. Ich will den Jen retten, aber wenn ich das Mori einleite, dann ist die Animation so lange, dass er den Jen fertig kriegt. Fuck it, oder? Geh weg von meinem Gen, Bro. Ich verschwende Zeit, er muss sterben, schnell. Okay. Und sie wollte die Palette werfen. Sorry, Kleine.
Aber dieser junge Mann wird nicht aufgehoben. Der bekommt den Blick. Sehr gut. Jeff geht schon wieder Richtung Jen. Ich werde neben ihm rausporten, damit er eine Aufladung kriegt. Haben sich zu zweit daran versucht. Ich werde nicht mehr so oft treten können. Aber für den Moment versuchen wir unser Glück. Ist die Lady noch hier? Hier waren Blutspuren. Mehr Blutspuren. Jeff, du willst ihn doch haben, oder? Du bist doch bestimmt zurückgekehrt. Gibst du dich damit zufrieden? Du doch nicht. Ich wusste, dass du zurückkommst. Komm her, Süßer. Müsste für einen Schlag reichen. Wohin ist er? Kann ich ihn vielleicht wegporten? Mal gucken. Das ist meine Obsession. Ich verliere Punkte, wenn ich den haue. Ist okay, dass er... Hauptsache, er rennt weg. Ich meine, ich habe eh nur 3 Stacks, aber irgendwie will ich die ja ein bisschen vermehren. Wir porten kurz. Oh, hello! Ich kann nicht sogar Morin! Oh, Chat! Die hat sich geschafft, sich eine Kassette zu suchen. Jetzt kriegt sie den hier. Geil. Okay, okay, okay. Mal gucken, ob wir noch mehr Leute... ...mit unserer... Eigentlich will ich ihn nicht schlagen. Ich hätte lieber den Jeff am Start. TWNH. Ledina, danke für die 50 Monate. Schönen guten Abend. Hier war eine Krähe. Ich glaube, hier waren sie eine Weile nicht mehr dran. Ash hat eine Kassette. Wir wissen nicht so genau, wo er die abgeben möchte. Oh shit, wir haben ihn. Wenn wir ihn umhauen können, bevor er die Kassette abgibt. Oh, er will sie vor meinen Augen abgeben, damit er nicht gemurrit werden kann, oder? Naja, ja. Komm her. Ich bin nicht mehr markiert. Okay, dude. Gut gemacht. Wenn er nach dem Schlag nicht direkt hier hingelaufen wäre, dann hätten wir ihn murrien können. Aber er hat das genau richtig gemacht. Er wusste, dass es für mich lang genug dauert, dass ich lang genug, ne, erstmal mein Blut wegschütteln muss, einen Cooldown habe nach der Attacke und er den Speed nach dem Getroffenwerden ausnutzen kann, um schnell zurückzulaufen, die Kassette reinzuschieben und ich ihn nicht schnell genug davon abhalten kann. Genauso muss man das machen in der Situation. Jeff ist immer noch in der Nähe eines Fernsehers. Wir wissen aber nicht in der Nähe, welches Fernsehers er sich befindet. Ashley will sich umbringen. Okay. Was ist das für ein Killer? Das hier ist Sadako, heißt die. Die stammt aus The Ring. Das ist so ein gruseliges Mädchen, das aus einem Brunnen herauskrabbelt. Und wenn du ihr Videotape anguckst, dann munkelt man, dass sie dich 7 Tage später holen kommt. Onryo heißt sie in-game, genau. Wenn durch Zufall mal an Fernsehern vorbeilaufen sollte, bekommt er Aufladungen.
Jetzt zum Beispiel. Wo ist die Luke? Ich meine, ich bin jetzt nicht systematisch die Map abgelaufen. Ich bin lieber geportet in der Hoffnung, dass er verflucht wird und ich ihn one-shotten kann. Zugegebenermaßen. Bro, hast du die schon? Hat er die schon gefunden und sitzt drauf? Oh, okay. Gigi. Wegen meiner von außen nach innen, wie du möchtest. Hauptsache ist, dass du so ein bisschen den Killer im Auge behältst. Und dir anschaust, wo kommt der Killer her und wo läuft der Killer hin. Wenn du da im Kopf mitdenkst, weißt du schon, wo die Luke schon mal nicht ist. Und kannst deine eigene Laufroute so ein bisschen anpassen. Das ist wichtig. Ah, die Map ist so scheiße. Das ist, glaube ich... Das ist gar nicht gut hier, Chat. Das ist echt mies hier. Das gefällt mir gar nicht. Wir tun es, als ob ich hier hinterhergehe. Dann porte ich mich nach hinten und verteidige den Gen. So sieht's aus. Na, moin. Einfach eiskalt durch. Je schneller wir die Palette weg haben, desto besser. Ein Sprint wahrscheinlich. Oh, nicht mal. Ah, der ist ein bisschen, der hat ein bisschen geschlafen. Vielleicht ist der ein gutes Ziel. Mal gucken. Ist schon wieder geschlafen. Der schläft sehr viel. Aber hier ist noch jemand anderes. Ich glaube aber, der kriegt mich nicht. Oh shit, Taschenlampe kriegt mich. Oh, die hat viel zu früh geblendet. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das Timing verkackt. Oh. Skirtschuk, Gift of Pain. Wenn er gerettet und geheilt wird, repariert er 9% langsamer oder so. Ich habe ihn schnell aufgehoben, weil er nicht in der Palette lag. Wieso sehe ich die? Oh, warte mal. Starstruck, die ist One-Shot. Holy shit. Junge, die ist auf Starstruck reingefallen. Aber warum habe ich die gesehen, Chat? Welches Perk hat mir gerade Sicht auf sie gegeben? Ich habe eigentlich nichts, das mir Sicht gibt, oder? Bin ich doof? Hat sie... Object of Obsession mit dabei? Kann ich mir gar nicht vorstellen. No way, dude. Vielleicht hat sie Object of Obsession mit? Das wäre ja ultra ungünstig. Das wäre ja richtig scheiße. In der Situation mit Starstruck bist du One-Shot, machst den Killer auf dich aufmerksam, bist RIP. Lustig. Ins Landing? Ne, hat sie nicht. Und wir kriegen gerade Bloodlust rein. Die hat leider erfolgreich getankt für ihre Freundin. Die hätte ich gerne gehabt. Wir könnten random... Oh! Dead Heart oder warum? Scheiße. Kein Dead Heart. Die Strike? Auch nicht? Oh. Oh, die verkacken gerade. Junge, ich... Die scheißen voll rein. Die scheißen gigadoll rein. Dass meine Addon sie gezeigt hat. Ich habe ein Addon, das mir die Survivor zeigt, wenn sie... Wenn ich... porte, bis der letzte Token weg ist. Also, wenn ich jetzt so mache... So mache... So mache... Und jetzt hier rauskomme... Mal sehen, ob die hier runterkommen. Hört sich's an. Nice. Nice, die verkackt. Oh, keiner rettet sie. Oh mein Gott. Die spielen so trottelig, was machen die? Wir tun so, als ob wir die verfolgen. Ich habe ja keinen Terrorradius. Perfekt. Und die ist dead, oder? Habe ich die nicht jetzt schon dreimal gehabt? Hey, nicht unter die... Nicht unter die Palette. Nein, nein, nein. Nein.
Will die unbedingt sabotieren? Na. Die kann keinen D-Strike haben, weil sie ihre Freundin gerettet hat. Junge, ich dachte, wir kriegen so aufs Maul. Aber die zerstören sich selbst. Ich muss gar nicht so viel dafür tun. Ich muss gar nicht so viel dafür tun. Ist halt echt so. Hey, Stinkgötter, ich war gestern nach 3 Wochen Zwangspause nochmal im Gym, hab jetzt Muskelkater. Sag mal, wie geht es deinem Muskelkater? Ist er stark oder eher nicht vorhanden, so wie deine Fäpple-Fähigkeit? Lass es uns doch mal wissen. Der WM erzählt. Was bist denn so frech, hör mal? Ich hätte Muskelkater, wenn ich ins Gym gehen würde. Ich hatte den einen Tag Muskelkater, wo ich die Tür geschleppt habe aus dem Baumarkt. Die zu breit ist. Okay, wir versuchen wieder das Porten, bis wir keine Aufladung mehr haben, um ihre Augen zu sehen. Wir sehen eine Person repariert im Haupthaus, im Saal direkt vor unserer Nase, wenn ich das richtig gesehen habe. Da ist sie. Ich überlege. Sie will gar nicht erst zulassen, dass ich meinen Schatten benutze. Gute Idee. What? Storm. Warpig, danke für die 100 Biddies. Da ist jemand unter mir. Was ist denn da los? Hallo. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich dachte, ihr macht mir richtig Konkurrenz hier, aber... Irgendwie war es dann doch gar nicht so schlimm. Du willst aufgegangen werden? Okay. Jeez. Und die Luke kriegen wir auch noch. Na, hör mal. Richtig schön. Miau, 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 miau. Ja, gut, warum nicht? Deshalb bin ich heute einfach so pilzkopfmäßig unterwegs. Du bist mit einem schicken Damenbart unterwegs? Den würde ich gerne mal streicheln. Kleinen Ficker, ich weiß, dass ihr da oben seid. Ihr kleinen Kacknasen. Wo wollt ihr hin, ja? Du da, ich seh dich. Warst du flink? Warst du gar nicht? Quetsche ich dich in diese Ecke! Und das ist noch nicht alles! Ich werde dich noch weiter quetschen! So sieht's aus! So, das, ist wie schnell du das ist der Dreck. Das kann sie noch 10 Mal laufen, glaube ich, wenn ich an dir dranbleibe. Es macht gar keinen Spaß, Junge. Das muss ich kaputt machen. Ich lasse sie weg und gehe erstmal da hinten hin, wo Discordance sagt: Achtung, Achtung, die heilen zu zweit. Reparieren zu zweit. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass sie mir die Checkpellet gibt, aber wir nehmen es erstmal an. Die andere Angeschwächte, die ich gejagt habe, ist auf der anderen Seite und hat gerade einen Gen mit repariert. Jetzt wird sie vielleicht gerade geheilt, bin mir nicht sicher. Wo ist der Boy, der hier mit dabei war? Nice. Sollte man haben. Oh, Window Tag! Ich wusste nicht, dass sie noch existiert. In dem Fall lassen wir die in Ruhe und gehen zu dem anderen Gen, wo die Angeschwächte ist. Wir lassen ihn in Ruhe. Wir gehen zu dem Gelben. Die Angeschwächte hat er mit Sicherheit mit repariert. Schwieriger Start. Schwieriger Start. Ist nach rechts weg. Ist mein iPad kaputt oder sehe ich graue Haare bei dir? Mein Gott, shit. Wenn ich jedes Mal, wenn jemand graue Haare anspricht, einen fucking Euro bekommen würde, wäre ich fucking rich. Dude.
Holt euch doch einen runter auf meine grauen Haare. Holt euch bitte, macht die Hose auf und färbt drauf los. Wenn ihr so... Wenn... Junge, oh mein Gott, bitte. Hast du schon? Keine Kratzspur mehr, die hat aufgehört zu rennen. Fuck, das ist nicht gut. Ich verliere das Game. Wow, sind das etwa graue Haare? Junge, seit ich streame, seit 6 Jahren habe ich graue Haare. Was wollt ihr? Seit 6 Jahren habe ich verfickt graue Haare, Bruder. Wegen Leuten wie euch, die jeden Tag ankommen und sagen, sind das etwa graue Haare? Ja, so sind Menschen, so funktionieren Menschen. Man kriegt graue Haare irgendwann. Und ihr habt einen kleinen Schwanz. Und ich auch. Plus graue Haare. Aber das geht, darum geht's nicht. Oh, natürlich überlebt ihr das. Okay. Lass dich nicht ärgern. Du siehst schick aus, Schwabel, kleiner als 3. Ich verliere mal meinen Jams. Warum schießt du mein Ding ab, Junge? Oh, hast du aber schön getrickst, mein Kleiner. Ich wollte ihn so sehr markieren! Dann halt so, Arschloch. Don't even get in my face. I will destroy you! Ging nicht rechtzeitig. Ich konnte nicht, ich bin zu langsam. Okay. Die eine wird weggeballert und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich würde sie wegballern! Wegballern aus dem Deadhead benutzt. Ich wusste es, dass du ein Deadhead hast. Deshalb habe ich gewartet und nicht einfach zugehauen. Werde Zeuge meiner Macht. Wie, du kannst sabotieren. Ja, er wollte mit dem Perk sabotieren. Mit dem Perk zu sabotieren dauert aber fucking Ewigkeiten. Er hätte eine Toolbox gebraucht, wenn er das rechtzeitig hätte machen wollen. Er spielt anscheinend nicht so viel wie ich. Ich habe ein bisschen mehr Theoriewissen als der kleine, süße, fucking Jake. Nicht so schlimm. Lass mir den liegen. Die ist nach oben gerannt. Höchst interessant. Okay. Darüber reden wir nicht. Darüber reden wir nicht. Fucking shit, fuck. Borrow time noch. Ich brauch diesen Kill. Wir bleiben dran. Sie hat gleich diese 8% Movement Speed minus. Das ist alles, was ich will. Sie ist langsamer jetzt. Fuck me! Mach den Schleim rein! Ja, ja, gut. Also, jetzt bringt ihr nichts mehr, weil sie ja, weil ich sie gedingst habe. Sehr gut. Jake hat sabotiert. Er ist hinter mir. Hier ist noch jemand. Was machen die? Du willst abgefuckt werden, Junge? Wesker ist da und Wesker greift zu. Und das tut er im Nu. Ich hätte nicht gedacht, dass sie durchzieht. Ich war mir so sicher, sie hat Angst. Okay. Ich will nicht an der Shack loopen. Ich weiß nicht genau, wo ich loopen möchte, aber nicht an der Shack, glaube ich. Ich will diese 3 Gens hier beschützen. Plus den da hinten. Das ist meine 3-Gen-Kombo. Genau, den Kuder abgewartet. Hat er gut gemacht, hat er gut gemacht, hat er gut gemacht. Okay. Das sind die Gens, die wir beschützen wollen. Hätte ich nicht treffen müssen. Ja, der hätte gar keine Prozente drauf. Also nicht so weit. 40 Meter Terrorradius kündigt sich natürlich sehr früh an. Frühzeitig weggelaufen. Ich glaube nach links zur Palette, ich bin mir zu 100% sicher. 2 Leute auf der anderen Seite am Reparieren. Und sie alleine.
Wir wollen sie so rumjagen, damit sie sich mit dem Rücken zur Map aussperrt. Ich muss mich beeilen. Ich hasse das, wenn die irgendwo gegen fliegen, Mami! Hol sie dir, Reska, hol sie dir, tot sie alle. Sehr gut. Okay, war die schon mal am Haken? Weiß ich nicht so genau. Keine Ahnung. Ich würde sie gerne... Na, ich muss aufpassen, wo sie hintrage. Die haben einen Saboteur mit dabei. Wir tragen sie hier hoch, Jet. Oh mein Gott. Der Aufgang zum... Wäre auf der anderen Seite gewesen. Ich habe nicht gesehen, wo der Aufgang ist zum fucking Hügel. Oh mein Gott, ich muss sie droppen. Oh. Da ist die blöde Michaela, die wir hier reparieren. Habt ihr gesehen, wie die da rumläuft? Wie die schleicht und denkt, sie ist unsichtbar? Habt ihr es gesehen, Chat? Habt ihr es gesehen? Na, wo ist sie hin? Oh, da. Bats! Das ist so gemein, dass du in der letzten Sekunde ausweichst. Ich hoffe, du weißt, dass ich dir das übel nehme, du blöde Kuh. Wir reparieren den anderen Gen. Ich muss den verteidigen, sonst ziehen die da in 0, nichts durch. Es gibt eine gesunde Person dabei und eine hat Half-Life. Er wird ihr das Fenster lassen und versuchen, sie zu verteidigen, so gut es geht. Wir stetzen also erstmal ihn an, weil der Bodyguard ist für sie. Wir müssen hier gegentreten, 75%. Merken uns diese Prozente, das ist so der Moment, wo wir es lagen könnten. Vorausgesetzt, sie machen Fehler. Aber ob sie das tun oder nicht, steht natürlich nochmal auf einem ganz speziellen anderen Blatt Papier, muss man sagen. Sind beide weg? Sieht es aus, als ob beide weg wären. Der läuft gigaweit weg. Zwei Leute gleichzeitig jetzt da vorne dran. Wir versuchen hier über die Mitte zu kommen. Sehen wir zwei Leute weglaufen? Ich sehe nur eine Person weglaufen. Die andere hat sich eine Spritze gegeben. Ich höre sie. Sie ist hier. Warte. Sie war hier. Bin ich doof? Wo sind die Blutspuren hin? Bro? Da waren Blutspuren. Oh Mann. Das ist nicht gut. Wir gehen mal schnell dahin. Tatsächlich sind sie auch hier wieder aktiv. Die zermürben mich leider und ich weiß nicht genau, wo die kleinen Schweine sind. Das ist gar nicht gut für mich. Ich habe 40 Meter Terrorradius, ich kündige mich über 1 Million Meter an. Oder 40 Meter, aber es fühlt sich an wie 1 Milliarde. Ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Zwei Leute gleichzeitig. Mindestens eine Person müsste angeschwächt sein davon. Nice, dass er das nicht geschafft hat, Junge. Das war wichtig. Das war huge. Das war giga wichtig. Das war so wichtig wie sonst nichts. Endlich mal ein Haken jetzt auf der. Das hat lang genug gedauert. Bruder? Auf der anderen Seite wird die Michaela arbeiten. Solo an ihrem Gen. Das ist aber ein First Hook. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Das ist richtig scheiße sogar. Okay. Nicht unbedingt der Rede wert hier. Die haben sich wirklich erstmal auf den anderen fokussiert. Den da drüben. Die anderen ignorieren sie erstmal. Oder ja, wieder zu zweit dran. Die wollen das unbedingt durchziehen, ne? Mit aller Kraft, die sie haben. Das Problem ist, es gibt diese neue Anti-Gen-Regelung. Ich kann den halt nicht mehr so oft treten. Das war vielleicht das letzte Mal, dass das geht. Das war vielleicht das letzte Mal, dass ich den treten konnte. Wir tun so, als ob wir weggehen. Und dann drehen wir um. In der Hoffnung, dass sie zu gierig sind und direkt wieder ranlaufen. Bisher zeigt sich aber niemand. Haben sich auch teilweise geheilt. Vielleicht an der Shack, keine Ahnung. Schwer zu sagen.
Wenn sie mich weiterhin so zermürben, kann ich nicht viel dagegen tun. 75 jetzt auch hier. Frühzeitig weggerannt. Ihr seht die Michaela, die ist auf der anderen Seite der Map. Und jetzt haben wir zwei gesunde Leute da vorne. Ich werde mich auf Michaela stürzen und versuchen, die als Geisel zu holen für die Late-Game-Geschichte. Das ist das Beste, was wir tun können. Die anderen haben sich resetten können und sind gemeinsam am Reparieren gesund. Zu lange gezögert, junge Dame. Zu lange gezögert. Die werden ihren Gen auf jeden Fall fertig kriegen da hinten. Wir nehmen diesen Haken, weil er auf einem Hügel ist. Und beten, was das Zeug hält, dass die Scheiße bauen im Late Game. Bis eben haben sie sehr gut gespielt. Die ist in der zweiten Phase. Beide reparieren da hinten noch. Jetzt sind sie fertig. Tor da hinten können sie direkt aufmachen. Die Frage ist, wie verteilen sie jetzt ihre Arbeitskräfte? Steve, beide am Tor, einer am Tor, einer hier vorne, glaube ich. So vielen grauen Haaren noch ein paar schwarze zu haben? Kommt das davon, dass du allmählich alt wirst, im Moment bist oder liegt es an den guten Survivor mit Skill, die dich auseinandernehmen? TW entwickelt. Oh, die haben sich gerettet. Ich hätte gedacht, die machen erstmal Tore. Interessant. Hätte ich nicht gedacht. Da vorne kommt die eine an mich reingerannt. Ich versuche die zu holen. Hast du einen Dead Heart? Du siehst nicht so aus, aber du hast Hope oder so, oder? Du bist ziemlich schnell. Die hat eine Taschenlampe. Der Bruder läuft woanders hin. Der ist irgendwo hier gewesen. Nice. Ich wollte ihn nicht aufheben. Ist ein bisschen unlucky gelaufen. Können die sich schnell genug aufheben? Sie hat erstmal aufgehört zu helfen. Das ist gut für mich. Dann hebe ich die jetzt auf. Die ist tot nämlich. Und da muss ich die letzte sluggen, bevor sie ihren Kumpel rettet. Sie läuft rechts von mir. Oh, vielleicht hat sie gar keine Taschenlampe. Ich glaube, das ist nur so eine Spraydose. Ich glaube, sie hat nur eine Spraydose am Start. Hat dann Unbreakable? Weiß ich nicht. Versucht sie es zum Tor zu schaffen? Fuck, das wäre echt nicht gut. Nee, ich glaube, sie will ihm erstmal helfen. Ich werde ihn direkt wieder niederschlagen. Das ist das Beste, was ich tun kann. Jetzt will sie den Speed ausnutzen, um ihm zu helfen. Er will vielleicht blocken. Mal gucken. Weiß ich nicht, ob die was für Perks dabei haben. Oh mein Gott, die verkacken das noch. Fuck me! Schneller! Bleib dran, Wesker! Bitte, dass sie keine Unbreakable haben. Was? So schnell zu anderen, falls sie Unbreakable hat. Er hat keins, sonst wäre er aufgestanden. Aber bei ihr bin ich mir nicht sicher. Go, 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 go. Kein Dead by Daylight mehr spielen. Kein Wunder, dass ich ständig auf graue Haare angesprochen werde, wenn die Games so anstrengend sind. Die heißt Fuck Me Up Wesker, aber sie will mich abfucken. Ich hatte gehofft, dass es jemand, der die ganze Zeit so mir zuwinkt und von mir geschlagen werden möchte, aber die war das genaue Gegenteil. Okay. Das kommt nicht von DBD. Das ist, weil du alt bist. Au. Hey, Chat, sorry. Während der Runde habe ich vielleicht Sachen gesagt wie... Lasst doch die Hosen runter und keult euch einen auf meine grauen Haare, wenn ihr die so interessant findet. Das war natürlich nicht so gemeint. Vielleicht habe ich auch gesagt, dass ihr kleine Pipis habt, wenn ihr euch auf meinen grauen Haaren, wenn ihr euch da so dran aufgeilt. Auch das entspricht natürlich nicht der Wahrheit. Das war einfach so der Heat of the Moment. Das war die Situation, das war das Feuer des Spiels. Die Spannung. Versteht ihr? Sorry. Wann Damenbart schmusen?